Hallihallöchen Leute, ich begrüße euch wieder bei Lords of the Fallen und wie ihr seht, wir sind hier ganz im Anfangsbereich, denn ich möchte heute mal wieder den Keller runtergehen und gucken, ob wir da nicht vielleicht weiterkommen. Ich habe gerade auf dem Weg hierhin schon Erfahrungspunkte für ein Hoch bekommen. Ganz nett ist und werde das wohl in Stärke investieren. Aber das dann unseren Schaden nochmal ein bisschen höher skaliert. Und ja, haben diesen Sprechpunkt hier, denn ich möchte versuchen, unten in den Kerker reinzukommen und mir dort. Ist das in Keller? Ich weiß nicht genau, wie die Bezeichnung jetzt war. Hab mich nochmal hier durchgekämpft, habe halt ja auf der Strecke ein bisschen was in Erfahrung gesammelt, was man sicherlich gebrauchen kann. Und werde da versuchen, mit dem, wer sich erinnert, da war die Spinne. Und ich hatte das schon mal beim Leveln probiert, ob ich da nicht ein bisschen weiterkomme. Bin aber nicht wirklich vorangekommen. Und werde das jetzt heute dementsprechend nochmal probieren. Wir sie nicht. Und werde es jetzt auch einfach mit brachialer Gewalt versuchen. Das kostet mich reichlich Schaden. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie mich sonst gut gegen die. Also klar, man kann es auch mit Geduld versuchen, aber ich bin kein Fan von Geduldssachen. Und wir werden wahrscheinlich irgendwo hier einen Schlüssel finden, mit dem wir da wieder durch können. Natürlich da mal zwei Tränke verbraucht. Da kommen wir nicht rein, oder? Ich würde gerne genau so will ich da rein. Ha. Vielleicht einen Schalter, den wir an irgendeiner Stelle für irgendwas brauchen. Geht jetzt aber auch wieder hoch. Ist noch so ein Scheißvieh. Das. Scheiß du mal ein Ei, dann können wir dich problemlos angreifen. Und zwar wieder vergiftet. Was ein bisschen ätzend ist, aber das lässt, glaube ich, gleich nach. Und dann haben wir nicht so viel Schaden bekommen wie gerade, ja. Nutzen wir unsere Chance zum Heilen. Und zunächst mal so ein bisschen wieder zu heilen. Also das wird das hier wohl oder übel langwieriger machen, aber ich habe tatsächlich keine Ahnung, was ich sonst machen kann, außer halt zwischendurch mal zu heilen. Schauen wir mal weiter. Ja, ich habe ein paar Mal gelesen, es soll sich lohnen, wenn man Sachen zerschlägt, wenn man dafür Dinge bekommt. Das sieht lohnend aus, oder müssen wir noch was bekommen? Da ist nichts. Oh, hi. Du Saufi. Steht vergiftet. Schild hoch, scheiße. Ah, fuck. Fuck, fuck. Ja, da hat es mich zerlegt. Ja, das wird mir hier wohl oder übel noch mehrfach passieren, habe ich die Befürchtung. Siegel, die Runen sind eine Art Glücksspiel, aha. Ja, jetzt müssen wir uns wieder runterkämpfen, was ein bisschen ärgerlich ist. Quest will natürlich immer noch was anderes von mir, aber das werde ich erst später weitermachen. Wie gesagt, ich will hier die Chance nutzen, ein bisschen zu leveln. Ein bisschen Dinge freizuschalten, vielleicht ein bisschen coole Items da auch noch zu finden. Ich wette, das wird möglich sein, dass man da was looten kann. So, hier war gerade schon nicht genau gesehen. Und das sind Gegner, die habe ich mittlerweile sehr gerne, weil ich muss mich nur einmal ihren Schlag abwehren und dann haue ich sie ohne Probleme weg. Und jetzt sind wir wohl nah genug dran, dass wir generell als in Reichweite unserer alten XP zählen, weswegen wir uns ein bisschen beeilen müssen. Kriegen wir alle fast mit einem Schlag. Wobei unsere alten XP jetzt auch nicht weltbewegend viel sind, aber
Ich will mal was anderes probieren, nämlich was passiert denn, wenn wir hier mit der schnellen Kampfart arbeiten? Machen wir dann über weniger Zeit mehr Schaden? Ja, das sieht doch gut aus. Bisschen Schwächen. Au, lass dich doch nicht treffen, du Sack. Hau zu. Eintrag hinterher und finden, wo meine Seelen waren, noch eine Spinne weiter. War ja noch was. Aber diesmal wussten wir, dass sie kommt. Und haben uns da genau perfekt durchgeprügelt. Sehr schön. Erfahrung wieder erlangt. Menschlicher Schädel, Questgegenstand. Wir finden echt viele dieser menschlichen Schädel. Ich habe auch keine Ahnung, was die einem eigentlich bringen. Aber mittlerweile gefällt mir das Kämpfen mit einer, nur mit der Axt zum Schaden machen eigentlich recht gut, weil man oftmals, wenn man nicht weiß, wie man mit dem Schild perfekt verhindert, dass man Schaden bekommt, dadurch halt einfach in kurzer Zeit mehr Schaden macht, Gegner tot hat, weniger Schaden nimmt. Funktioniert durchaus. Sollte ich häufiger mal probieren. Gerade bei Gegnern, die so viele Schläge haben, dass ich. Und da kommen wir so nicht durch. Für Schläge haben, dass ich sonst. Oh, da ist ein Schalter, aber da ist auch noch der. Und ich weiß, dass der ätzend war. Oder war es nicht der? Stimmt, es war nicht der. Hier ist der, der ätzend ist. Und gegen der ist nämlich auch so einer, ihr seht schon, der haut rein wie nichts Gutes. Scheiße. Ja, und der hat mich dann nämlich auch direkt wieder. Das ist ein Problem, wenn ich gegen den nicht mit voller Energie rankomme, ihn direkt zu zerlegen oder meine Schläge abwehrt, indem er mich angreift, dann mache ich halt einfach nicht genug Schaden, bevor er mich tot hat. Und wenn ich gegen den mein Schild hochziehe, habe ich nichts davon, da er mir einfach mit einem Schlag, da er mit einer Schlagkette meine komplette Energie aufbraucht und ich dementsprechend nie dazu komme, Schaden gegen ihn zu machen. Das gegen die jetzt auch mal einfach ein bisschen aus Testzwecken, wobei gegen den anderen setzen wir auf jeden Fall das Schild wieder ein, gegen den, der hier kommt. Ist der falsche, du Idiot. Teilweise ist der Autofokus ja nett, teilweise ist er ätzend. Schon mal genau wieder auf Dual-Wielding gehen. Ich hier gegen die Spinne, die hier runterkommt. So. Und wir werden jetzt direkt hier rum. Denn hier wartet der gleich hinter der Ecke. Hat er hier gerade was fallen lassen? Energiesplitter. War das jetzt das, was ich haben wollte? Nein, das war nicht das. Ah, egal, dann heilen wir uns erstmal und wechseln schon mal wieder den Zauber. Denn das ist das, was mich mehr interessiert, sicherstellen, dass wir gleich keine Energie brauchen für unsere Angriffe, damit wir schön lange durchhauen können. Das dürfte uns helfen. Und netterweise ist auch unser Countdown noch nicht angebrochen, obwohl wir hier wohl in der Nähe sind. Hoffen wir, dass das lang genug hält. So, bist down, Bitch. Und wir haben unsere Seelen wieder, sehr gut. Der droppt auch noch irgendwas. Regelte Rune klein, okay. Ist die Frage, wir waren hier hinten noch nicht wirklich weitergekommen. Ist hier sonst noch irgendwas? Kiste, sowas. Ne, ist alles nur Gräber. Wir können noch hier links runter gehen. Wirklich?
ist nämlich auch ein bisschen lassen. Sind wir auf der anderen Seite? Kriegen wir. Das heißt nämlich, wir können hier sichern, dass wir wieder hier in der Nähe anfangen können, auch unsere Erfahrungspunkte in Sicherheit bringen, was natürlich auch nett ist. Weil die Gegner hier sind hart genug, dass ich das, mir das nicht erlauben kann, die offen zu lassen. Truhenschlüssel, Haupthalle, Questgegenstand. Okay, damit kriegen wir irgendwo eine Truhe auf. Wir waren sonst auch noch nicht wirklich weiter. Hierfür wird er wahrscheinlich wohl nicht sein. Könnten wir uns hier dran probieren? Die ist verschlossen. Dann werden wir erst einmal hier wieder alles wegräumen. Nein, das war nicht so geplant. Und jetzt vergiftet das Scheiß für mich wieder. Das heißt, es kostet wieder viele Lebenspunkte. Aber wir können auch einfach, um wieder voll zu werden, hier hinten hin zurückrennen und uns da das Ding benutzen. Das ist natürlich etwas tricky, weil wir dann diese Splitter darum immer kaputt machen. Und wenn die noch nicht wieder heile sind, können wir uns halt einfach nicht mehr voll heilen. Und wir verlieren wieder unser Multiplayer. Das ist mir aber lieber, als schon wieder direkt den nächsten hat. Und hier können wir, glaube ich, nicht, oder? Liegt hier überhaupt irgendwas drin? Ich kenne das nicht so wirklich. Ich bin noch überlegen, was dieser Schalter. Unser Umhang geht durch das Schild. Super, was der Schalter hier wohl bringt. Uns wahrscheinlich irgendeine dieser Türen oder so etwas aufmachen. Da ist eine Spinne drin dann. Und das ist die. Ah, das ist die Tür, mit der. Das ist ein Raum. Das heißt, das Gitter wird dort nicht aufgehen. Aber es liegt irgendwas da drin. Laufe ich ja eigentlich mit hochgezogenem Schild lang, wenn ich doch eh vor allen Dingen nur zuhauen will. Dafür schon wieder viel zu früh meine Energie draufgegangen ist, weil ich so doofen Tritt gemacht habe. Nicht vergiften bitte, dann bin ich schon zufrieden. Danke. Was ist das hier? Alter, ja, den habe ich mich noch gar nicht benutzt beim letzten Mal. Hätte ihn, glaube ich, gesehen, aber nicht angewendet. Damit kriegen wir das auf. Cool. Oh, du bist weg. Da steht er. Oh, ich weiß, wo wir sind. Wir sind ganz am Anfang. Hier kamen wir nämlich auf dem Weg ganz am Anfang mal lang. Haben das damit quasi dann als Eingang hier freigeschaltet. Die Frage ist aber, machen wir mit dem Rest hier? Na gut, solange wir das Gebiet nicht verlassen, können wir hier herumlaufen und schauen, ob wir irgendwo für den Schlüssel benutzen können. Wir sollten hier wieder auf das Schild umsteigen, damit kriegen wir gegen die weniger Schaden. Wenn die halt mittlerweile kaum noch Erfahrungspunkte geben, weil wir halt so, schon so hoch gelevelt sind. Und ich glaube, dass quasi jedes Mal, wenn man sich Attributspunkte holt, steigert das das eigene Level und reduziert halt das, was man an EP pro Gegner bekommt. Oh, eine kleine. Ich würde gerne irgendwann dazu kommen, dass man die nutzen kann. So, hier sind wir in der Haupthalle und ich hätte so eine Vermutung, wo das gegebenenfalls. Wir sollten erstmal nicht da unten platt machen. Wo das gegebenenfalls sein könnte. Und hier ist auch noch einer, den ich gerne weg haben will, weil sonst kommt der ab und zu raus. Übrigens, ich habe auch festgestellt, man kriegt maximal einen Modifikator von mal 2. Das war ein bisschen enttäuschend. Hätte gerne mehr gehabt. Hier sind wir nämlich jetzt wieder. Vielleicht wäre das ja hier.
Nein, doch nicht. Schade, hier war ich schon mal. Oh, das wird wehtun. Nein, tut es nicht, okay. Schlüssel, meist Schlüssel, Hauptteil, eigentlich. Steht leider nirgendwo dran, was die Haupthalle meint an der Stelle. Da hätte er auf das hier bei der Haupthalle getippt. Können wir auch unseren Fokus durchaus wieder. Wobei, noch will ich den Fokus hier hinlegen, aber ich wüsste nicht, wo hier noch eine Truhe sein soll. Hier kommt man ja irgendwann nicht ran. Ja. Der sieht ja nun mal wie eine Haupthalle aus. Aber ich sehe hier tatsächlich keinerlei weitere Truhe. Kann man hier drauf? Und quasi entweder rüberspringen kann, aber ich denke nicht. Sonst könnte man auch dafür da drauf, ja. Da lang kommen wir wieder runter. Da können wir natürlich jetzt auch nochmal lang gehen, gucken, ob wir da irgendwo eine Truhe so gesehen übersehen haben. Kaslo! Kaslo! Da wären wir wahrscheinlich sonst irgendwo rausgekommen. Vielleicht ist auch Kaslo da rausgekommen, deswegen schreit er da jetzt. Und. Ich kann mich erinnern, dass wir hier am Anfang irgendwo ein Item gefunden haben, aber das war's dann auch. Hier glaube ich genauso. Ja. Da ist so gesehen sonst nichts. Aber da ist halt auch immer noch dieser Schalter, aus dem ich nicht schlau werde. Ich hätte ja darauf getippt, dass die Haupthalle hier gemeint ist, aber hier ist doch keine Truhe. Hier war der stärkste Gegner, aber da ist sonst noch nichts. Hier kommen wir wieder raus. Konnte die Wand sieht ziemlich brüchig aus. Genau das. Eine leere Flasche. Wow, das ist super. Geil. Also das war sicherlich nicht das, was wir hier tatsächlich gesucht haben, sondern nur so ein kleiner Bonus. Aber den kann man ja auch mal mitnehmen. Aber dann habe ich endlich mal eine brüchige Wand von mir aus erkannt. Weil ich es irgendwo mal gesehen habe. Das ist brüchig. Und hier sind wir wieder bei dir. Nein, du sollst hier genau einmal durch. Ich will was probieren. Aber wenn wir jetzt hier lang rennen. Hier zufällig die Tür offen, ja. Damit wissen wir, was das macht. Wir müssen nur noch schaffen, schnell genug zu sein. Und das ist echt nicht einfach, weil dann darf ich nämlich hier nicht sprinten, damit ich dort in der Lage bin, eine Rolle zu machen. Muss aber hier so gesehen sprinten, nicht an der Kante hängen bleiben und Faxi ist wieder zu. Kann man wo Dinge ablegen? Ich glaube ja nicht. Weil sie irgendwie die Möglichkeit gibt, etwas hier zu zertrümmern. Ja, das wird mir alles nicht helfen. Tja, da bleibt mir wohl wirklich nur schnell sein.
Nein. Ah. Ich weiß ja nicht, ob ich nicht vielleicht schon mal dahin wechseln will. Ich meine, das wird mich nicht. Was wir machen können. Leichte Rüstung, das konnten wir doch irgendwo genau. Das komplette Set darauf wechseln. Dann dürften wir nämlich deutlich schneller laufen. Oh, hätte ich die Ecke mal erwischt. Hätte ich die Ecke erwischt, dann hätten wir das. Ach, nerv. Nein, du sollst hier nicht rumhampeln, du sollst da rein. Nein, ich könnte auch noch versuchen, irgendwie. Nein, oh, ich war doch schon an der Tür. Pack. Quasi was bringt, wenn ich hier länger drauf stehen bleibe, dass die dann irgendwie eindrückt oder so. Nee, nee, nee. Ich renne immer an die Ecke, genau. Ist das nervig. Aber ich will da rein, denn ich befürchte, da fehlen mir den Schlüssel für hier oben. Und den will ich natürlich haben. Nein! Oh Mann, ich war doch schon in der Tür. Ich war doch schon drin. Dann schwingen sie zu. Ich mich nicht hinstellen kann, irgendwie hier. Ampli. Also, ich könnte auf jeden Fall mal meine Axt hier oben zu einem Favo machen. Ja, großer Sack. Ne, das ist gar nicht. Ich habe jetzt immer die verwendet. Haben wir einen. Oh. Ist tatsächlich sogar schneller. Vielleicht mal ausprobieren wollen. Außerdem würde ich gerne mal den Turmschild ablegen. Meine Rüstung will ich komplett ablegen. Damit noch ein kleines bisschen Geschwindigkeit bekommen. Welche haben wir denn gerade hier wohl? Gut, die da unten. So, so laufen wir wirklich komplett nackt rum. Schneller können wir nicht werden. Aber wir können an dem Rollen scheitern, den wir es zu spät machen. Und der ist schon wieder oben. Ja, jetzt roll hier gefälligst wieder. Stell ich da ein bisschen drauf, dass wir uns ausrichten. Scheiße, ich. Machen wir das falsch. Ich halte A gedrückt. Aber ich darf nicht A gedrückt halten, sondern ich muss A einmal drücken. Damit wir unsere Rolle machen. Nein, oh. Ich sollte mal probieren, ob ich, wenn ich da bin, ich schon Y drücken kann, um die quasi aufzuhalten. Und ich muss halt echt schaffen, dass ich nicht mehr oben an der Ecke hängen bleibe. So langsam bin ich genervt. Wir machen es so. Ich werde das bis zum nächsten Mal versuchen, da reinzukommen und wir sehen uns dann wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.